Guten Tag und willkommen zurück hier bei Kirby und das vergessene Land. Es wurde einiges Neues gebaut, zum Beispiel da oben das Kolosseum, da stehen glaube ich noch ein paar extra Häuser und da links auch, nur weiß ich noch nicht. Ich bin da noch nicht hochgegangen ohne euch und hier steht noch ein Turm. So, nun möchte ich aber schauen, ist hier unten noch was? Nein, okay. Und ich denke, da wird auch nichts mehr kommen, oder? So, entweder das oder ich hoffe, dass die das ankündigen, wenn da was Neues kommt. Ah, fühlt sich das nicht herrlich an, sich hier oben den Wind um die Nase wehen zu lassen? Ja, das ist ganz geil. Hat man schön alles im Überblick. Und kann so ein bisschen einen Shortcut nehmen, ne? Wenn man so will. Weiß nicht, ob das schneller ist, aber es fühlt sich auf jeden Fall schneller an. So, und was ist hier los? Waddle-Dee-Kommentator, okay. Alles klar. Willkommen im Anmeldebereich des Kolosseums. Hier kannst du dich für Turniere anmelden, in denen du gegen viele bereits besiegte Bosse antrittst. Okay, cool. Falls du dir deinen Weg nach oben an die Spitze erkämpfen kannst, winkt dir ein besonderer Preis. Doch das ist noch längst nicht alles. Wir haben gerade unerwarteten Besuch von einem Kämpfer, der unser erstes Turnier als Trainingseinheit nutzt. Frisch eingetroffen vom Planeten Pop und genau wie wir in dieser neuen Welt gestrandet. Ganz recht, kein geringerer als Meta Knight. Alles klar, okay, geil. Mein Lieblingscharakter, by the way. Nun, wirst du ebenfalls am Turnier teilnehmen oder wie sehe ich das? Nee, noch nicht. Ich weiß nicht, wie umfangreich das Ganze ist und wie ich das Ganze machen möchte, ob ich die Bosse direkt dann machen möchte, wenn ich die freischalte. Aber ich denke, wir werden alles ganz am Ende machen. Immerhin, ja, ich hätte es ganz geil gefunden, also dieses immer dann machen, wenn wir die freischalten. Das hätte ich vielleicht gemacht, wenn es direkt am Anfang gebaut worden wäre, das Kolosseum. Aber so möchte ich das dann doch lieber so machen, dass man, dass wir die Dinger machen, wenn wir am Ende des Spiels angekommen sind. Also ich denke, ich werde am Ende dann nochmal einen riesen Part raushauen, wo wir das ganze Kolosseum durchspielen. Aber wir lassen das jetzt erstmal links liegen. Und hier sind direkt neue Tafeln aufgestellt mit Zielen. Mit Waddle Dee befreie Zielen. Und ich suche auch nebenbei die ganze Zeit nach Codes. Ihr wisst schon, diese komischen Geschenkcodes, aber irgendwie sind hier keine. Naja. Was ist hier? Aber wird nicht gesagt, oder was? Oder können wir. Ne, mit ihm können wir auch nicht reden. Ja, gut. Dann halt nicht, ne? So, für die Codes müssen wir mit Elfilin reden. Richtig? Falls wir irgendwo einen sehen. Ja, da sagt Elfilin dann Bescheid. Aber hier sind keine mehr. Hier sind einfach keine mehr. Naja. Meine Güte, Kirby, dein Haus ist ja fast genauso kugelrund wie du. Ja, ja, kennen wir ja schon. Den, ist hier noch ein Code? Die Waddle-Dees haben sich mächtig ins Zeug gelegt. Kaum zu glauben, dass sie die Stadt so schnell wieder aufgebaut haben. Nö. Gibt keinen Code da an der Stelle. Schade. Hier? Hier am Turm irgendwie? Auch nicht. Hier oben vielleicht. Warum gibt es hier denn keine Codes? Was soll das denn? Komm ey, das ist doch kacke. Ach, weiß nicht. Oh. Ja? Unse? Hallo? Die ignorieren mich einfach. Okay. Oh, man kann Emotes machen, das ist nett. Na gut. Hallo! Schön!
feier ich. Oh, das wollte ich nicht, aber ja, gut. Ist hier am Fenster was? Ach komm. Ah, Moment, Moment. Eins möchte ich noch abchecken. Hier. Hier. Und nochmal hier oben. Na, komm, Kirby. Geh hoch. Nö. Okay. Dann halt nicht. Ich denke, ich werde mir mal ganz am Ende im Bonuspart werde ich mir mal anschauen, wo die ganzen Codes versteckt sind. Vielleicht muss man da ganz bestimmt, ganz speziell stehen oder man muss irgendwie was machen dafür. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren wir schon hier im Winterwunderland, oder? Warum sind wir denn da nicht dann auch rausgedroppt worden? Wäre noch nicht alles? Doch, wir müssten hier schon alles haben. Gegen Tatsandra haben wir ja schon gekämpft. Ja, okay, komm. Wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um. Ja, ja, ja. Hm, suchen. Ja, okay. Na gut. Dann geht es in den ersten Level. Nördliche Froststraße. Schließe einen Abschnitt ab, rette die versteckten Waddledees und keine Zusatzinformationen. Schon wieder nicht. Na gut. Oh, sieht das cool aus. Also schön aussehen tut das Spiel auf jeden Fall. Und was mir aufgefallen ist, das Spiel lässt sich so ein bisschen wie Super Mario 3D World spielen, ne? Also es ist zwar 3D, aber es ist trotzdem sehr linear. Also es ist so 2,5D mäßig. Auch wenn man natürlich hier mehr Freiraum hat als, keine Ahnung, bei irgendeinem Jump'n'Run, bei dem man die Ebenen wechseln kann. Quasi, wenn man versteht, was ich meine. Okay, und hier wird direkt gesagt, zerstöre 4 Schneeskulpturen. Okay, nice. Also, eine haben wir hier direkt zu Anfang gefunden. Dann gehe ich mal davon aus, das war die zweite, dann ab 2/4, die dritte dann ab 3/4 und die letzte dann ab 4/4 des Levels finden. Also die letzte dann halt auch so gegen Ende des Levels. Nicht ganz am Ende, schätze ich mal, aber gegen Ende auf jeden Fall. So. Oh, die Pinguine sind nice. Die sind süß. Kann ich die... Oh, hier ist was versteckt. Und ja, ich wollte es gerade sagen. Das ist doch auch safe. Eine Mission. Alles klar, nice. Und ich habe mir auch, ehrlich gesagt, vorgenommen, mehr auf solche Dinger zu achten. Weil ich bin vorher immer ziemlich, ja, unaufmerksam durchs Level gelaufen. Hab so ein bisschen gespielt, bisschen gequatscht und das wollte ich nicht. Egal. Ja, und man kann die tatsächlich einsaugen. Das war jetzt ziemlich egal, dass ich die gefressen habe, weil wir haben ja sowieso noch kein Damage genommen. Wir kaufen uns einfach... Obwohl... Kaufe ich uns eine neue? Ja, ich denke schon. Ich denke, wir kaufen uns mal eine neue. Entweder braucht man hier das Eisdingen oder man braucht hier den Entdecker. Mir gefällt aber der Entdecker besser. Deswegen nehme ich den Entdecker. Aber wenn man einen Power-Up braucht, dann ist das sowieso meist so, dass der Gegner respawnt. Also mache ich mir da keinen Kopf. Schön hier alles wegböllern, genau. Bloß nicht irgendwie fahren, weil wir haben sowieso genug.
Wir haben genug Schuss. Passt schon. Da ist eine Coin, okay. Oh, und da drüben kann man durch. Na, hau ab. Okay. Ist leider nur eine Kapsel. Aber okay, ich habe auch jetzt nichts Großartiges dort erwartet. Ich habe eigentlich nur, sogar nur einen Münzhaufen da erwartet. Also das ist die Kapsel schon nice. Weil, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal. Das war hier mit dem... Ah, okay, nice. Hier mit dem Dosenautomaten rumlaufen. Das haben sie ja jetzt schon ziemlich oft benutzt. Und dann immer da irgendwas Krasses hinter zu verstecken. Wird ja auch irgendwann langweilig werden. Aua. Haut ab. Und der erste Waddle Dee. Hier finde ich das sogar jetzt in Ordnung, weil es war mit einer kleinen Challenge verknüpft. Also, was soll's. Gönn mir aber noch eine Dose. Jawoll, ihr droppen reichlich. Oh. Gönnung, Kirby. Aber ich glaube, ein kalter Drink ist das Letzte, woran man hier denkt. Ja, so, und obwohl Eis ist wahrscheinlich das Letzte. Aber ihr versteht, was ich meine. Ja, so ein heißer Kakao. Das wär's doch. Oder so ein Glühpunsch. Ja, da hätte ich jetzt sogar auch Bock drauf. Obwohl es so langsam wieder warm wird. Und es eigentlich schon Zeit für Eis ist. Was ich mir auch schon oft genug gegönnt habe. Von jetzt, vor einem halben Monat ungefähr, im April. An Tagen, wo es etwas wärmer war. Okay, nice. Kann man das verkacken? Nö. Ja, okay. Ach, ich habe jetzt gar nicht auf die Eisskulpturen geachtet. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Ich laufe hier rum und labere so ein bisschen, spiele so ein bisschen hier. Aber ja, das war's dann auch. Das ist okay. Ja, okay. Sind wir schon so weit gelaufen? Ja, okay, na gut. Hier war sowieso nichts. Und ich denke, dass im Bereich davor auch nichts war. Also nochmal Glück gehabt. Hoffe ich. Komm. Lass weiter. Da drüben hat sich eine Bonustür geöffnet. Und ich hoffe, hier erwartet uns echt eine coole Challenge. Ist das was, eine Honigmelone? Ich glaube schon, ne? Ja, respawnt der? Wahrscheinlich, wenn wir die Power nicht mehr haben. Ja, okay. Nice. Genau das meine ich. Es respawnt halt das, was man braucht. Oh, und mit dem Entdecker haben wir ja jetzt mehrere Schüsse. Das heißt, es ist mega easy, hier diese Challenge zu machen. Mit dem normalen hätten wir ja nur einen großen aufgeladenen Schuss. Aber so die Ziele zu treffen... Easy. Und wir kriegen noch mal ein paar Münzen als Bonus. Man eigentlich? Nein. Man kann nicht mehr wegzielen. Wichtig zu wissen. Ist da unten was? Das ist eine sehr vage Theorie, aber ich möchte hier mal vorbeischauen. Man kann hier rein. Aber hier ist nichts. Okay, ich wollte es nur nachschauen. Nicht, dass ich dann hinterher mich ärgere, dass ich da doch nicht vorbeigeschaut habe.
Und ich habe gesehen, teilweise oder ziemlich oft machen andere YouTuber oder haben andere YouTuber gemacht. Ich bin ja ziemlich langsam mit dem Spiel. Teilweise machen viele YouTuber auch mehrere Level in einem Part, also zwei. So meist zwei Level pro Part. Und ja, kann man machen. Aber ich möchte mich schon gut umschauen. Ein bisschen Zeit für die Level nehmen, weil, wie gesagt, ich mag den Stil, ich mag den Look von den Leveln. Okay, was ist hier? Dritte Kapsel? Und dritte... Ja, doch, dritte Kapsel. Okay. Dritte Kapsel heißt, wir sind ziemlich nah am Ende. Und ich habe erst zwei Skulpturen gefunden. Ja, aber ich denke, hier ist noch eine, oder? Ja, und die Musik ist natürlich auch wieder richtig schön. Schön winterlich. Kühlig. Ah, und hier sehe ich, was ich machen muss, oder? Oder mit ein bisschen Abstand? Ja, komm. Nicht? Nein, okay. Schade. Echt schade. Ich dachte, ich hätte da... Dachte, ich wäre da Genius und würde direkt sehen, was man hier machen muss. Aber gut. Dann halt nicht. Ja, aber hier ist klar, was man machen muss. Das ist sehr offensichtlich. Vierte... Moment, vierte Kapsel? Es gibt doch nicht immer nur drei pro Level? Gibt es dann fünf oder drei und eine sehr gut versteckte? Oder was ist hier los? Das ist sehr weird. Okay. Ich weiß nicht, wie ich darüber denken soll. Hätte schon ganz gerne gehabt, dass... Okay. Wollte nochmal kurz schauen. Ich hätte schon ganz gerne gehabt, dass pro Level es drei Kapseln gibt. Drei ist irgendwie so eine nice Zahl. Keine Ahnung. Oh, da ist noch eine Skulptur. Zack. Die dritte. Ist da oben schon das Ende oder ist hier... Ist hier ein Bonus? Dingen. Nee, da oben ist schon das Ende, das Ziel. Aber die habe ich doch nicht von da unten gehört, oder? Nee. Die habe ich doch nicht. Die höre ich doch nicht von hier unten. Wo sind die? Hier. Ja, ja, dumm. Richtig dumm. Aber was? Wie komme ich? Ja, ich habe mich schon... Ich habe hier oben geschaut. Weil die Treppe... so unnötig platziert war. Aber man muss hier unten hin. Ich habe mich sowieso gefragt, wie man mit der unteren nach oben kommen soll, aber soll man gar nicht. Man soll mit der oberen nach unten. Ist hier noch eine Eisskulptur? Aua. Gib her. Und wo es mir gerade einfällt, ich hätte echt gerne diese Kämpferfähigkeit auch hier gesehen in dem Spiel. Echt schade. Ich hätte generell echt gerne mehr Fähigkeiten hier gesehen. Das ist echt ein bisschen schade, dass Nintendo in letzter Zeit
so oft nachlässt mit Inhalten. Stichwort auch Switch Sports an der Stelle. Klar, Kirby gefällt mir sehr gut. Switch Sports macht mir auch sehr viel Spaß. Aber da könnte halt mehr sein, mehr drin sein in Games, ne? Aber das, so viel dazu. So viel dazu. Ich möchte immer am Ende die Bewertung abgeben. So. Bitte lass am Ende nochmal eine Skulptur sein. Ach komm schon, als ob ich irgendwo eine verpasst habe, Mann. Ja, schade. Aber gut. Was soll's, was soll's. Das ist jetzt keine krasse Challenge, die ich noch in den Part einbringen müsste. Aber schade ist es trotzdem, klar. Aber mal schauen, was die vierte Challenge ist. Also die, Quatsch, die dritte Aufgabe. Erreiche den Uhrenturm? Erreiche den Uhrenturm. Okay. Gut, ja. Spielzeugkammer und... Ach so, drei dann immer von neun und eine vom vorherigen, oder wie? Ja, scheint so. Nee, das waren doch drei Kapseln. Was, hä? Wie habe ich denn vier gezählt? Bin ich blöd? Aber das mit dem Uhrenturm... Ich hab's mir schon gedacht, dass irgendwas mit dem Uhrenturm ist. Ach Mann, ey. Ja, dumm. Und da steht wahrscheinlich auch die letzte Skulptur. Anscheinend wurde ein neues Gebäude in der Stadt fertiggestellt. Okay. Ja, nice. Aber erstmal machen wir... Moment, 1:30. Ich würde gerne kürzere. Ja, nee. Komm. Nee. Schon hier. So. Ach, komm. Dann machen wir das halt. Vielleicht sogar First Try. Wer weiß. Zack. Okay, nice. Ja, schön. Schönes Ding. Und es wird sogar nicht Platz gemacht. Ist das dreckig. Ist das dreckig. Was? Konnte ich denn hier reinfallen? Konnte ich denn hier reinfallen? Ich habe nicht auf mich geachtet. Und mach den doch weg. Oh, Moment mal. Es ist sogar besser, hier reinzugehen. Oh, bin ich blöd. Bin ich blöd. Komm, mach ihn weg. Mach ihn weg. Mach ihn doch bitte weg. Okay. Ja, nee, aber First Try wird's leider nicht. Aber gut. Gut, dann weiß ich... Oh, Moment mal! Ich dachte, die Zielzeit wäre 1:20. Aber wir haben es, oder? No way. Wie geil ist das denn? Okay, nice. Dann ist es doch noch ein First Try geworden. Das freut mich sehr.
das gleicht wieder diese kleine Dummheit mit dem Uhrenturm aus. Und an dieser Stelle, ach man, ich weiß nicht, wie das immer passiert mit den kleinen Haken, Hakern in meinen Hakern. mit diesen kleinen Hakern in meinen Sätzen beim Reden. Ihr wisst schon, was ich meine, wenn ich irgendwas sagen will und dann eine kurze Pause mache, dieses Ding halt. Und vor allem immer zum Schluss, mega der Kack, stört mich echt sehr, aber gut, scheiß drauf. Vielen Dank fürs Zusehen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und im nächsten Part werden wir uns dann das neue Gebäude anschauen, was fertiggestellt wurde. Und die Krimskrams-Igel-Straße, schätze machen. Freut euch drauf. Bis demnächst und ciao.